So, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Mein Test. So, ich würde jetzt gerne nochmal zu einem anderen Haus gehen. Wir haben jetzt so ein paar Sachen dabei. Beziehungsweise, wisst ihr was? Ich gehe erstmal ganz kurz als Walker rein und wir gucken uns mal ganz kurz das, die Trafostation an. Ah ja, genau. Wisst ihr, wir werden in der nächsten letzte Folge. Okay, das heißt, man hat hier auch ein Symbol in der Mitte. Das ist interessant. You got one mail. Ja, von Rolex. Nice. Gut. Sehr praktisch. Ich hab deine Mutter geliebt. Aber mal antworten wir mal. Und ich deine senden. Voila. So. Konnte man eigentlich. Ah, genau. Markt als Anwit. Ist aber immer noch gelb. Okay. Der Unterschied zwischen den beiden ist nicht sehr hoch. Das ist etwas heller als das. Aber so gut kann man den Unterschied jetzt nicht erkennen. Okay. Trash is empty. Man hat aber keine Spambox, ne? Was passiert denn, wenn man die als Spam markiert? Ach, jetzt ist grün. Warum wurde die denn als Spam markiert, standardmäßig? Okay, ich verstehe die Farben nicht so ganz. Also gelesen ist grün. Nicht gelesen ist etwas sehr helles Grün, also fast gelb. Und Spam ist dann richtig gelb. Also so ein etwas rötliches Gelb. Okay, das ist ein bisschen sehr interessant. Okay. Ja, jetzt ist es grün, was ich gelesen habe. Ja, gut. Ach, guck mal, man hat ja aber auch Options. Vielleicht kann man hier die Farben ändern. Ah. Okay, man hat eine Mute List. Default Sort Field. Other. Kann man hier die Dates and Time. Ne, die Farben kann man leider nicht einstellen. Schade. Dachte, ich kann die Farben ein bisschen anpassen. Ich meine, ich könnte sie wahrscheinlich in der Mod anpassen, aber das wäre dann für alle. Was für eine riesige Mod. Holy shit, ey. Also, das ist wirklich ein richtig kompletter Mail-Client, das Ding. Das ist schon heftig. So, wenn ich sie jetzt lösche, ist sie erstmal nur ein Trash, ne? Genau. Und da kann ich sagen, empty. Okay. Kann ich einstellen, wie lange die im Trash bleiben sollen? Shit Notification. Ah, hier können wir auch sagen, dass wir dieses, ne, das Symbol, was wir da gerade hatten. Können wir deaktivieren? Wir können deaktivieren, dass wir irgendwelche Audio, also dass dieses Nachrichtton kommt. Und Joint Notification können wir. Wow, wir können alle Notifications ausschalten. Das ist natürlich praktisch. Default Sorting Order ist Date. Macht Sinn, genau. Und Default Sorting Direction ist Ascending. Müsste es nicht Descending sein, damit die neueste oben ist? Weiß ich gar nicht. Ja, Spam ist nur die Liste. Move deleted message to trash. Automatic mag also automatisch als gelesen markieren. Okay, aber man kann nicht sagen, wie lange die Nachrichten im Müll bleiben sollen. Das heißt, ich schätze mal, die Nachrichten bleiben einfach für immer im Müll. Und man muss sie automatisch leeren. Also, das hoffe ich, weil das ist das, was ich persönlich am liebsten mag. Ich hasse es immer, wenn der Mülleimer automatisch geleert wird. Das ist immer eine der ersten Sachen, die ich überall deaktiviere. Also,
Ne, man kennt ja von Windows den Windows-Papierkorb. Oder halt auch unter Linux gibt es sowas auch. Oder aber halt bei irgendwelchen E-Mails-Clients. Das ist immer eine der ersten Sachen, die ich deaktiviere, dass Nachrichten nach einer gewissen Zeit gelöscht werden, selbst gelöschte. Sondern, dass ich denen wirklich mal manuell sagen möchte, empty. Ja, nice. Okay, gut. Wo bin ich hier? Achso. Wir wollen Home. Ist ja schon wieder Nacht, by the way. Ich mach mal kurz. So. Was ich gerne bauen würde, wäre nämlich halt das Ding hier. Ne, das heißt, wir haben halt eine Seite, da kommt bei uns unterirdisch wahrscheinlich die Hochspannung rein. Wobei, ich meine, wenn wir eh noch ein separates Haus bauen, könnten wir die beide ja mit der Oberleitung verbinden. Müssen wir zwar das Haus umbauen, ein bisschen. Wäre aber möglich. Genau, das heißt, wir haben die HV-Anlage, da brauchen wir diese Switching Stations. Warum immer hier so viele sind. Achso, nee, genau, 4 pro Seite. Für, ja, doch, macht Sinn, genau. Wow, kommen 8 Kabels an. Lol. Genau, das heißt, wir haben eine HV-Leitung. Da kommt dann ein Switching Station Dingsbums daran. Dann geht das Ding runter zu den ganzen Batteriekästen. Von dort geht dann ein MV-Kabel. Das wird dann bei uns aber wahrscheinlich in den Boden reingehen, weil das MV-Kabel, also das, was dann zum Haus geht, das hätte ich dann schon gern unterirdisch. Ja, wobei so ein bisschen Freileitung wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Weil wir wollen ja eh noch einen Weg bauen, ne? Und unser Haus hat ja diesen schönen Bogen, wo die Straße ja drunter durchführen soll. Und könnte man natürlich auch direkt an der Straße so eine Leitungsmasten ranbauen. Dass wir halt nur als Art Freileitung haben. Wäre eigentlich auch eine. Ich glaube, wir können es komplett oberirdisch bauen. Ja, doch, das klingt nach einer Idee. Genau, das heißt, es geht dann wieder nach oben. So, ich gehe jetzt einfach ins Nachbarhaus. Aber hier sind gar keine Switching Stations. Hier sind nebenan, okay. Aber wo? Hä? Wo sind die Switching Stations? Ich bin verwirrt. Die Kabel kommen hier raus. Geht er nach da oben und geht da lang. Ach, hier oben sind sie. Ah, okay. Genau, hier oben sind die Switching Stations. Ja, genau. Genau, da geht es hier unten in die Batteriefächer rein. Da wird gepuffert. Easy. Ja, ja, okay. Macht alles Sinn. Macht alles Sinn. Nice. Nice, nice. Ich würde aber, also ich weiß nicht, ob wir bei uns überhaupt Batteriepuffer bauen. Wenn ja, würde ich die beiden in einem Haus kombinieren. Ja. Würde ich schon eher kombiniert machen. Brauchen wir aber noch Batteriedinger. Aber eigentlich brauchen wir keine Batteriefächer, oder? Nee. Ich meine, hier habe ich es gemacht, weil es schön aussieht. Aber wirklich funktional braucht man es eigentlich nicht. Weil die Dinger schon genug Power geben. Gut. Okay. Okay. Dann lass mal überlegen. You got a mail. Ich verstehe nur nicht, warum meine Nachricht als Spam markiert war. So, dann lesen wir die hier mal. Und ich deine. Witzig, ein Schenkelklopfer. Und schon sind beide. Jetzt ist tiefer.
Nee. Ist das Ding jetzt weiß, weil er merkt, dass die beiden zusammengehören? Hat er so eine Verfolgung? Mailist, okay. Also natürlich oberkrank. Gut, egal. Weg damit, weg damit. Wobei die ist immer noch weiß. Warum ist die weiß? Jetzt ist sie grün. Ah, scheint aber doch ein bisschen nicht ganz Knorke zu sein. Hier sind beide weiß. Okay. Hm, er weiß. Empty. Easy. Let's go. So, was haben wir jetzt hier unten? Okay, das heißt, wenn wir das Kabel doch oberirdisch bauen wollen. Ah. Können wir natürlich. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal ein Gebäude. Ich glaube, ich trage hier ein bisschen Erde ab. Und dann kommt das Gebäude halt hier so rein. Hier ungefähr so eine Ebene. Ich trage mir auch noch ein bisschen was ab. Das war jetzt auch nicht geplant. Na egal. So. So, jetzt haben wir hier immer noch so eine schöne Bergstruktur. Hier auch. So, und hier müssen wir das müssen wir jetzt nochmal austauschen gegen Dirt. Haben wir jetzt schon mal eine ordentlich flache Grundfläche. Hey. So. Ja, ich würde sogar hier noch ein bisschen was wegnehmen. Hey, der sollte weg. Gott, du bist zu schnell. Ungefähr so. Dann haben wir jetzt schon mal hier zwei etwas stärker getrennte Berge mit einem wunderschönen Busen in der Mitte. Und genau hier rein können wir denn das kleine Haus bauen. Das passt. Das können wir so machen. Das Haus ist ein bisschen erhöht, wird aber nicht so hoch wie das Haus. Von daher sollten von der Gesamthöhe her, also die Dächer sollten auf gleicher Höhe sein. Zumindest versuche ich es einfach mal so. Hö.
So, das heißt, wir brauchen jetzt eine Fläche von, das ist eine gute Frage. Also ich würde es wahrscheinlich so bauen, dass auf der einen Seite kommen die Batterien, wenn wir Batterien bauen, auf der anderen Seite kommen die Transformatoren. Das heißt, wir machen wieder zwei Reihen, wobei zwei Reihen wird zu hoch. Dann wird das Gebäude insgesamt wieder zu hoch. Ich sag Batterien. Nee, ich glaube, ich bleibe nur bei Transformatoren. Das heißt, wenn man reinkommt, auf der einen Seite sind fünf Transformatoren, auf der anderen Seite sind dann auch fünf Transformatoren. Das heißt, wir haben eine Länge von fünf Transformatoren plus ein bisschen Platz, sind also sieben. Dann die Hauswände sind insgesamt neun. Also wird das Gebäude schon mal neun Blöcke lang. Da wir dann ja auch wieder unten so kleinen Betonsims machen wollen, wird das dann also 11 Blöcke von der Länge her. Habe ich irgendwas zu markieren? Nehme ich mal das hier. Ich glaube, ich muss hier noch da ein bisschen reinbauen. Dann baue ich da noch ein bisschen rein. Heißt, ich beginne hier. So. Das ist der Betonsims. Dann kommt hier die Hauswand. So, die Hauswand ist 9 Blöcke lang. Eins. Die Frage ist, wie breit ist das Haus? Ich mache jetzt mal die Länge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Hinten brauchen wir auf jeden Fall einmal Platz für die Verkabelung. Dann kommen die Transformatoren, dann zweimal frei, damit man hier auch nicht langlaufen kann. Transformatoren, Verkabelung, Hauswand. Also auf der Höhe hier. Sag mal, bist du oder was? So. Und das sind jetzt wieder bis hier. So, das heißt, das ist die Dimension von dem Haus. Das ist doch ganz machbar. Ha, tja, dachte, es sollte gehen. Von der Höhe her haben wir auch ein paar Blöcke. Gut, das heißt, wir brauchen Folgendes. Wir brauchen erstmal eine ganze Menge Stahlblöcke und Stahlgitter für die. Weil ich würde es auch wieder so als offenen Käfig bauen. Also mit Stahlgitter. Einfach, wo es schön aussieht. So, wir brauchen also Stahlblöcke, Stahlgitter und unten für die Umrandung Betonblöcke. Das, was da unten müsste Beton gewesen sein, ne? Genau, Concrete. So. Sand, ganz viel Sand. Holy shit, so viel Sand. Mochi, rette den Tag. Klingt wie so ein Pokémon-Name. So, dann hier wird man denn den Beton wieder sehen. Easy. Hier geht's dann wieder rein. So. Wir brauchen jetzt eine Menge Beton, weil hier drinnen der Fußboden sollte natürlich auch komplett mit Beton ausgekleidet sein.
Da werden wir so durchaus ein bisschen was brauchen an Beton. Also ich muss schon ganz ehrlich zugeben, dieses Mithril-Werkzeug hält ja echt scheiße ewig. Wir haben schon weiß der Gott wie viele Blöcke abgebaut und das, guck mal, wie da ist eine Pixelreihe schwarz. Also ist... Wow. Im Vergleich zu diesem Rainbow-Zeug, weil dieses Rainbow ist ja wesentlich schneller, geht aber auch super schnell kaputt. Im Vergleich dazu hält das hier einfach endlos. Holy shit. Wir sind schon wieder ganz schön voll. Liegt daran, dass wir hoffenweise Scheiße eingesammelt haben. Die hoffenweise Scheiße packe ich erstmal in die Scheiße-Kiste. Ungefähr so. Let's go. Blumen. Wie das schon klingt. Blumen. Weg mit dir. So, das heißt, wir haben eine Grundfläche von 11 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, ist ja fast quadratisch. Cool. Sind es überhaupt 11? Müsste 11 sein, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gut, das heißt, wir brauchen 11, 110 mal Beton. Das ist ja schon eine Menge. Da müssen wir dann auch nochmal Beton brauchen, weil das Kabel kommt ja doch dann nach oben weg. Ha. Also wir brauchen eine ganze Menge Beton. Beton. Stahlblöcke und Stahlzäune ist easy. Da, wenn wir irgendwas massig haben, dann Stahl. So, der. Aber Beton ist ja wieder das, wo wir auf immer dieses Wasser holen müssen und behindert. Haben wir noch Beton da? So rein zufällig? 3000 Blöcke am besten? Wir haben 4 Blöcke. Well, das reicht mal so gar nicht. Ich packe mal erstmal die ganzen technischen Sachen da oben rein. Dann kann ich hier nochmal ein bisschen was reinschmeißen. Da oben ist auch noch Zeugs drin, ja. Wozu brauche ich dich? Keine Ahnung. Ich packe dich jetzt mal wieder hier rein. Whatever. So. Blumen und Pflanzen. Blumen hatten wir hier. Gras. Okay. Haben wir irgendwo Gras? Nee, ne? Dann müsste er wahrscheinlich hier oben sein. Genau. Seed können auch nach unten. Mein Hals wird gerade so trocken. Boah. Wheat und Oat. Da. So. Das Dirt behalte ich mal. Genauso wie Kobbel. Das kann auch erstmal nach da. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So. Dann ist unser Inventar wieder schön leer.
Da brauchen wir die Leitern eigentlich doch nicht. Ja, wobei, wir müssen noch das vorhandene HV-Kabel abbauen. Da müssen wir uns auch ein bisschen runterbaggern. So. Jetzt kommt's dicker. Jetzt brauchen wir ganz viel Beton. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Mann, das ist ja schon wieder hier, dieses ganze Beton bauen. Concrete. Oh mein Gott. Wit Zement. Da haben wir zum Glück noch ein bisschen was. Okay. Das rettet uns schon mal ein bisschen den Arsch. Sand und Grieß habe ich gerade weggepackt. Sehr geil. Warum brauchen wir... Das ist doch kein Stahlbeton. Das ist doch einfach nur normaler Beton. Warum soll er... Leute, ich will einen Weg bauen. Ich will kein Haus daraus bauen. Ich brauche keinen Stahlbeton. Was ist denn los mit denen? Oh, hier haben wir schon mal ein paar Iron Bars. Da brauchen wir auf jeden Fall auch noch mehr davon. Was mich gleich mal auf den Gedanken bringt, dass wir ein paar Eisenblöcke mitnehmen sollten. So. Kies und Sand. Einmal Kies. Hey. Und wovon haben wir am meisten? 25? Wow, das ist ja echt viel. Gut, hiervon haben wir am meisten. Alles. Das wären 60 Blöcke. Let's go. Was fehlt uns denn noch? Davon haben wir noch welche. Davon haben wir was. Davon haben wir noch was. Davon haben wir auch noch was. Achso, Stahlbar. Stahlbarren haben wir keine mehr. Dann gib mir mal... ein paar davon. So. Und fertig. Aber 70 Betonblöcke, das sollte reichen, weil die kommen wir noch, die sägen wir dann ja zu. Habe ich jetzt schon die 4 von oben mitgenommen? Nee, ne? Doch, habe ich. So, die nehmen wir mit, die nehmen wir mit. Concrete Post nehmen wir auch mit. Gut, da würde ich mal sagen, nächste Folge können wir dann, anfangen die Betonblöcke zu bauen und zusammen zu zurecht zu sägen. Ne, gebaut haben wir sie ja schon, also zurecht zu sägen. Und ja, dann sehen wir mal weiter. Bis dann.